Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Waldgeister-Kanal. Heute werden die leckeren Gurken verarbeitet. Genau, ich stehe heute mal hinter der Kamera. Die Kerstin, die ihr hier seht, ist unsere Bundesfreiwillige. Die ist jetzt gerade dabei, hier diese wunderbaren Gurkensticks zu machen. Hier sind noch welche vom letzten Jahr, so sehen die dann aus. Da kommt ein bisschen Dill rein und Gurkenessig. Ja, und bei der Verarbeitung von diesen wunderbaren Schlangengurken hier. Heute geht es darum, was macht man, wenn man jetzt zum Beispiel gerade Gurken verarbeitet, wie die Kerstin hier, Gurkensticks, mit dem ganzen Gemüseüberresten, wenn man keinen Bock auf Kompost und Bokashi und den ganzen Kram hat, was man damit machen kann. Genau, Kerstin ist schon dabei. Geht nämlich ganz einfach. Also auch Bananenschalen und sowas? Alles rein, genau. Also hier kann alles Frische. Dann einfach nehme ich in den Mixer und das mixen wir dann gleich mal und dann zeigen wir euch mal, was wir damit machen und warum man wirklich sich die ganze Kompostiererei im Zweifel auch sparen kann. Jawohl! So, jetzt wird die Kerstin das Ganze mit Wasser auffüllen. Das ist hier unser Hochleistungsmixer. Gibt es 1000 verschiedene Modelle. Wir haben hier halt so ein Omniblend. Genau, da kommt jetzt halt Wasser rein, bis ungefähr hier. Und dann wird es einmal kräftig durchgemixt, einmal kurz. Also einmal hier auf der Pulstaste, dass es einmal richtig schnell, kurz, klein gehäckselt wird. Und dann zeigen wir euch mal, was wir damit machen. Und warum ihr eigentlich, wenn ihr da keine Lust drauf habt, keinen Kompost braucht. Jetzt sind wir im Garten. Kerstin ist schon am Start mit ihrem Eimer. Ich habe auch einen. Und jetzt ist es ja so, Boden bzw. Leben frisst Leben. Endozytose. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und jetzt ist es ganz einfach. Man nimmt einfach dieses gehäckselte, ja, quasi, also fein gemixte Gurkenzeug. Ja, und dann gießen wir das jetzt schön flächig verteilt ins Beet. Kerstin macht schon mal ein bisschen, also da, wo wieder Mulch eh drauf muss und ein bisschen was gefehlt hat. Das ist jetzt quasi Mulch und Bodenfutter gleichzeitig. Genau, ihr seht es ganz einfach. Und ich mache das jetzt auch mal eben hier, weil die Paprikas hier unten drunter hatten Mulch, aber der Boden hat es alles weggefuttert, nichts mehr da. Ja, genau, so einfach ist das. Das heißt, man kann eigentlich seine Beete, wenn da jetzt gerade auch Kulturen drauf sind, wie Paprika und so, einfach drunter gegossen. Oder man gießt es, wenn jetzt hier noch Möhren drin wären, reihenweise, könnte man es einfach zwischen die Reihen gießen. Wenn es einen oben drauf stört, einfach ein bisschen eingehackt. Denn der Boden kann es super aufnehmen durch das Feine und so. Wollen da auch keine Ratten und Mäuse mehr, sonst mixt man halt noch feiner, weil das ist ja fast flüssig, wie sollen sie das noch essen, ja? Wenn man es so ein bisschen einhackt, ist safe, also auch wer sich da Sorgen macht um Ratten und Mäuse. Und Endozytose ist da der Fachbegriff, kann ich euch unten nochmal die Studie dazu verlinken, denn Pflanzen sind in der Lage, bis zu Einzeller quasi mit ihrer Wurzel einzustülpen und ernähren sich dann davon. Das heißt, die ernähren sich nicht von toten Salzen, sondern hauptsächlich von lebendigen Stoffen, ja, und die bringen wir jetzt gerade damit ein, also quasi hier so Protoplasmawasser nennt der Herwig Pommeresche das. Da gibt es nämlich ein sehr schönes Buch dazu, das heißt Humusphäre von Herwig Pommeresche zur sag mal, Pflanzenernährung, wie man den Boden mit sowas aufbauen kann. Der Herwig Pommeresche hat nämlich mit der Methode mal auf 1 Quadratmeter 18 Kilo Zwiebeln geerntet. Sorte wow. Isaac Craig. Weltrekord wir wahrscheinlich. Ja, also wir haben ja auch ganz gute Erfolge bei unseren Zwiebeln. Das zeigen wir euch dann vielleicht auch nochmal in einem Video. Ja, gibt's noch jetzt irgendwas, was jetzt, du bist ja quasi nicht so ganz so krass im Thema wie ich. Hättest du jetzt noch Bedenken oder Fragen, wo du sagen würdest, was könnte man da jetzt noch zu? Nö, eigentlich du hast jetzt alles logisch, gezeigt, ne? Was wichtig ist, es ist super einfach und schnell erledigt. Genau. Ja. Man braucht keinen Komposter,
Ihr müsst es einfach nur mit dem Küchenmixer, wenn ihr jetzt in der Stadt wohnt und ihr habt vielleicht noch auf dem Balkon irgendwie Balkonkasten, könnt ihr es da auch reinkippen. Natürlich jetzt nicht Unmengen, aber immer mal wieder. Und was auch wichtig ist, man kann auch Jungpflanzen, das hatten wir auch schon, man kann auch mit diesem Gurkenwasser, dass man das Grobe absiebt, kann man mit dem feinen Anteil, also mit dem Wasser dann, wo schon ein bisschen was drin ist, dann auch die Jungpflanzen gießen. Die freuen sich darüber auch. Ja, wollen wir euch einfach mal zeigen. Also kompostieren ohne Kompost quasi. Und direkt von der Küche in den Garten. Ja, perfekt.